jeder. Jeder Mensch hat zumindest unter normalen Umständen zwei Beine, 10 Finger, Nase, Mund und so weiter und so fort. Wir haben auch alle zwei Augen, die prinzipiell genau gleich aufgebaut sind. Und trotzdem sind sie bei jedem Menschen individuell. Liebes Publikum, sehr geehrte Jury, es ist wohl jedem schon einmal passiert, dass man verwechselt wurde oder zumindest darauf angesprochen wurde, wie ähnlich man einer anderen Person sieht, einem Fremden. Zwar kann das als Kompliment gemeint sein, es ist aber vielmehr erschreckend, gleich wie jemand anders zu sein. Das ist auch verständlich. Wir wollen ja immer alle besonders sein, besonders schlau, besonders hübsch, einfach einen Ticken besser als die anderen. Wir wollen immer alle individuell sein und aus der Menge hervorstechen. Aber wehe, jemand ist anders, anders als die Norm, anders als der ideale Mensch. Dabei sind solche Vorstellungen von perfekt oder ideal oder was weiß ich was noch allem doch sowieso komplett unrealistisch. Denn einen perfekten Menschen gibt es nicht. Auch andere Dinge sind nie perfekt. Ich habe noch keinen Stein gesehen, bei dem ich mir gedacht habe, boah, der ist einwandfrei. Jede Kante, jede Rundung, jede kleinste, feinste Marmorierung ist perfekt. In der Natur gibt es nichts Fehlerfreies, nichts Perfektes. Wie denn auch? Alleine das Wort perfekt interpretiert jeder von uns anders. Wir alle in diesem Raum, zumindest die meisten von uns, sind Österreicher. Ein Großteil davon wiederum Salzburger. Wir sind männlich oder weiblich, Schüler oder Dienstleistende. Und obwohl wir dadurch einiges gemeinsam haben, kann man unsere Leben nicht wirklich miteinander vergleichen. Wir sind ähnlich, aber wir sind nicht gleich. Erst Momente, Erlebnisse und Gefühle machen einen Menschen zu einer Person. Zu der Person, die er ist, machen dich zu dem Individuum, welches du bist. Doch genau das, was jeden Einzelnen besonders macht, die Gefühle, kommen in der heutigen Gesellschaft meist zu kurz. Oder sie werden unterdrückt, verleugnet, von anderen belächelt und schlussendlich zur Gänze totgeschwiegen. Mir persönlich ist es schon des Öfteren passiert, dass ich mich beim Lesen eines Textes oder beim Hören eines Liedes in den Zeilen wiedergefunden habe. Auch von Mitmenschen weiß ich, dass es vielen schon ähnlich ergangen ist. Irgendwie ist es doch erschreckend, wenn man sich in Werken und Erzählungen stellenweise oder sogar zur Gänze widerspiegelt. Heißt das nicht eigentlich, dass das eigene Leben schon von jemand anderem gelebt wurde? Dass es anderen, zumindest phasenweise, genau gleich geht wie dir und du doch nicht ganz so besonders und komisch und anders bist, wie du dachtest zu sein? Dieser Gedankengang ist einerseits erschreckend, andererseits ist es aber auch beruhigend, zu wissen, dass jeden Menschen im Laufe seines Lebens irgendwann dieselben Probleme quälen. Dadurch fühlt man sich nicht mehr ganz so hilflos und rettungslos in der Welt verloren. Mal angenommen, die Theologie-Theorie stimmt und Gott hat die Welt erschaffen, dann hat er sich dabei vermutlich irgendwas gedacht. Ich muss die Menschen so hinbekommen, dass sie sich ähneln, damit sie etwas gemeinsam haben. Sie dürfen aber nicht zu gleich sein, denn ansonsten funktioniert das nicht. Und außerdem wäre es langweilig. Obwohl es gut ist, dass wir nicht alle komplett gleich sind, führen Unterschiede auch immer wieder zu Konflikten. Denn ich kann niemanden für etwas kritisieren oder sogar diskriminieren, was an ihm gleich ist wie an mir, was ich genauso mache. Aber jemanden wegen seiner Unterschiede und seiner Andersartigkeit zu verurteilen, das geht sehr wohl. Und das machen wir Menschen zu Genüge. Wir verurteilen die anderen. Anhand von optischen Merkmalen, wie der Hautfarbe oder vielleicht der Konfektionsgröße. Das etwas pummelige Mädchen wird immer noch schief angeschaut, nur weil sie nicht in eine 36 passt. Aber immer wieder werden Menschen auch aus ethischen Gründen verurteilt. Wegen ihrer Herkunft, ihrer Religion oder sogar wegen ihrer Denkweise. Nicht jedem ist es gestattet, seine Meinung öffentlich zu äußern, so wie ich es hier gerade tue. In Österreich zwar theoretisch schon, aber die Realität sieht anders aus. Jemand mit einer anderen Meinung könnte gefährlich werden
und darum lehnen wir sie prinzipiell ab. Dabei sind Andersdenkende oft ganz anders, als wir denken. Und nun gibt es verschiedene Arten, mit dieser Andersartigkeit umzugehen. Den meisten Leuten ist hierbei aber der Unterschied zwischen akzeptieren und tolerieren nicht bewusst. Das Wort tolerieren leitet sich von dem lateinischen Begriff tolerare ab, welches übersetzt so viel wie ertragen bedeutet. Also nicht zu sagen, dass jemand gleichberechtigt ist, ihn nicht mit einem Lächeln freundlich aufzunehmen, sondern nur seine Anwesenheit hinzunehmen. Etwas, oder besser gesagt jemanden, zu akzeptieren, bedeutet im Gegensatz dazu, ihn anzunehmen und jede einzelne seiner Zellen anzuerkennen. Akzeptieren bedeutet, einen anderen Menschen zu schätzen, so wie er ist, und ihm die Ehre entgegenzubringen, die er verdient hat. Denn wir alle sind gleich, berechtigt zum Leben. Doch im Laufe unseres Lebens lernen wir, andere zu tolerieren. Wir haben gelernt, Dinge, die fremd sind, die uns Angst machen, auszublenden. Und wir haben gelernt zu lächeln, egal wie wir uns fühlen. Klar, Unterschiede sind oft markanter als Übereinstimmungen. Und noch dazu sind wir alle dermaßen auf uns selbst fixiert. Wir haben so vollgestopfte Köpfe, dass uns gar keine Zeit für andere bleibt. Schon gar nicht, wenn diese auch noch anders sind und erst eine Einführung in unser Leben brauchen würden, um uns zu verstehen. Trotz alledem sollten wir uns nicht nur vor Augen halten, was uns unterscheidet. Wir müssen mehr an das denken, was uns verbindet. Wir sollten andere akzeptieren, so wie sie sind. Schlussendlich bleibt uns doch auch gar nichts anderes übrig. Anders sein ist etwas Gutes. Und falls jemand von euch Angst haben sollte, in der Menge unterzugehen und versuchen, irgendwelche Zweifel mit extremen Verhaltensweisen zu kompensieren. Leute, keine Panik. Besonders seid ihr alle, immer. Jeder ist auf seine ganz eigene Art und Weise wunderbar. Die Gesellschaft formt dich so zurecht, wie sie dich haben möchte. Wir werden alle von unserer Umwelt beeinflusst. Aber ob du bist wie alle anderen oder doch anders als der Standard, das ist etwas, was jeder selbst in der Hand hat. Dankeschön.